zurückändern, dann wird sie super stark. Gleich den Soul Satan gehatet. Oh, der ist schon ganz gut, offensichtlich. Also ist er eh in vielen Formaten. Ja, ich denke schon, okay, dass er in dem stark gewesen. Sollte man sich nicht schämen, den im Main Deck zu spielen. Und in diesem Format, wo die Leute halt immer noch die Token dazu bekommen, kann es eigentlich nur besser sein. Oh ja, Essence Feed. Ja, das könnte wirklich schon noch eine sehr wichtige Karte werden. Was? Achso, Surrey Memoirs? Ja. Das Feed, das heile ich einfach direkt mal. So. Der zweite Booster. Der sticht so ein bisschen ins Auge. Hm, der lächelt einen sofort an. Der lächelt einen auch an, aber die Mana-Kosten, die schauen nicht so schön aus. Kein Problem. Nein, der Brimstone Mage lächelt einen wirklich sehr gut an. Und die anderen Karten... Lächelt er? Oh, lächelt er? Nee. Aber ist ein guter Mann. Ja, Rap and Flames ist auch eine schöne Karte manchmal, aber auf keinen Fall First Pick würdig. Keine große Diskussion, schnappen wir uns einfach. Auch hier wieder Removal und Kreatur, schmeckt. Der ist schon ein bisschen interessanter, der Pick. Das hier habe ich gezockt, ist unbeeindruckend. Ja, man braucht halt, so man braucht, also auf man einem Emma Cruel Hatcher ist es so ganz lustig. Ja. Damit kann man dann schon wieder quasi sich Infinite Value rausholen und wird auch nicht sofort von Removal gefickt, wenn man es eine Aktivierung damit schafft. Jetzt hat man, glaube ich, die Frage zwischen Hatcher und Null. Null Champion, ganz rechts. Ach ja, genau. Wäre halt noch ein Zweitrop für das Deck, aber der... Der Hatcher ist, glaube ich... Ich glaube, ist ein bisschen besser. Er hier, den will man vielleicht auch noch später... Ja, der Hatcher ist einfach eine solide, gute Karte. Sollte man wahrscheinlich dann einfach nehmen. Finde ich auch, dass es hier so der richtige Pick ist. Ja. Macht Mana, baut einen 3-3er, Jump Locker, passt alles zusammen. Wir haben gerade noch so eine Schlüsselkarte fürs Deck gefunden. Die passt ja auch ganz gut zu dem Memoir. Passt auch ganz gut zum Vendetta. Vendetta will man auch unbedingt haben. Ja, aber ich glaube schon, dass... Stagger Shock ist halt viel besser. Ja, weil es ist nicht viel besser. Also ich habe auch schon in Decks mal Vendetta über Stagger Shock gepickt. Echt? Aber ich würde sagen, in dem Deck gefällt mir der Stagger Shock eigentlich schon noch ein bisschen besser. Okay, nehmen wir auf jeden Fall. Finde ich auch noch nicht mal so knapp. Ja, hier haben wir Rap and Flames, was ziemlich gut ist. Frage ist, ob wir auf 8 Mana kommen, ne? Ich finde ihn eigentlich ganz gut so im Finisher, also im Removal-Deck als Finisher. Ja, und wir haben dann auch noch was für Induced Despair zum Vorzeigen. Ja, das, und wir haben Token. Ja, also der bekommt ja Turn 6 dann gerne auch mal mit dem Hatcher. Ja. Nehmen wir? Nehmen wir. Okay. Dicker Mann, schmeckt auch immer. Der will saugen. Oh ja. Ja. Metzeln. Beides. Ist auch gut, wenn man ihn vorzeigt. Der Draft stallt gerade. Schade für uns. Ah. Hier, das World at War habe ich, Schande über mich, in Lyon im Sealed gespielt. Und war Terribet? Ja, war Katastrophe natürlich. Geil gezockt, Max. Darauf gibt's eine Fist. Ja. Lief nicht so? Nee, Lyon lief nicht so, muss man dazu sagen. Dazu muss aber man aber auch sagen, dass du jeden Draft bei uns Real Life geschnappt hast. Jeden einzelnen. Ja. Aber ich spiele wahrscheinlich auch nur. Ja, gut, im Removal Deck ist es ja eh absolute Bananenkarte. Nee, das ist der Schamane natürlich. Also, ja, der Softshade schmeckt auch, muss man sagen. Aber der Schamane schon besser. Ja, wir haben jetzt noch nicht so viel. Ja, nee, doch. Ich glaube, es ist schon der Schamane. Oh. So, was haben. Oh, er ist ein sehr guter Mann. Ihn mag ich richtig gern. Trampel, schöne Fähigkeit. Viele Eldas-Retruken, die Token auch schöne sind ja Fähigkeit. Auch noch sehr relevant. Und 6 Mana, 5-4 Trampel. Ist für eine rote Kreatur super. Ja. Ja, schnappen wir uns. Also, auch wir hier sind jetzt auf jeden Fall nicht so das schnelle Killenfiend-Deck. Es geht auf jeden Fall eher so in eine andere Richtung. Aber was geht eigentlich so mit Monorot? Ist das irgendwie eine Möglichkeit oder will man die schwarzen Karten jetzt auf jeden Fall nehmen? Also zurzeit würde ich sie schon noch spielen. Ich sehe noch nicht, dass wir unbedingt Monorot spielen, aber man weiß halt nicht. Ne? Ja, das ist relativ klar, der hier, oder? Ja. Einzige rote Karte hat doch. Ja, und sind auch noch Artefakte vorhanden, Max. Lass mich mal kurz überlegen.
Er ist Hori. Also ich hoffe, wir müssen nichts mehr zu Hand of Emrakul sagen. Ich glaube, das hat sich mittlerweile rumgesprochen, dass man den gern so als 12., 13. Pick auch noch bekommt. Und zwar zu Recht. Ihn hatte ich neulich im Killenfiend-Deck. Ja, der sieht auf dem Papier sehr gut aus. Der war halt auch in meinem Lyon-Sealed. Schön. Sah auch schön aus, aber... Hast du ihn mal lecker aktiviert? Nee, habe ich nicht geschafft. Okay, nehmen wir trotzdem einfach Rare, weil es eine Rare ist, ja? Lass uns mal ganz kurz überlegen. Wir können auch Perish the Thought als Sideboard-Karte eventuell nehmen. Also... Bist du heiß? Also ich mag Rares. Du magst Rares? Hm. Dann gehen die eine Rare rein. Ja, wird doch direkt geheidet. So. Das Equipment ist noch klobiger als das andere. Schriffel. Will man vielleicht mal reinbauen. Nicht so beeindruckend jetzt. Ich meine, bei uns tötet das nicht so viel, muss man auch mal dazu sagen. Ja, macht ein paar ja. Ja. Ich meine, im Deck landet es eh nicht. Vielleicht ist es eine ordentliche Sideboard-Karte. Nee, das Blade ist, wenn dann ja nur so in einem grün-roten Token-Deck ganz in Ordnung. So, schnell. Ja, was willst du? Dann nimm Schriffel. Okay, Schriffel. Wird auch direkt geheidet. Aber vielleicht nach dem Sideboarden hat es mal den Auftritt. Oh, ja, da sind noch zwei. Ne, eine Karte. Mehr Fett, ne? Ja, ich weiß gar nicht, ob man zwei von denen haben will, aber. Also meine Daumenregel ist immer, dass ich so, wenn ich Klobo spiele, dann 3 bis 4 kann man schon zocken. Ja, wir haben aber jetzt nicht so das Klobo-Deck. Ja, wir haben eher so das Removal-Deck. Mit leckeren Finishern anscheinend. Ja, der Vampir finde ich an sich nicht so gut, außer halt in Decks, in denen er halt hart synergiert. Und in diesem ist die Synergie jetzt nicht so nimmst groß. Du trotzdem, nimmst du ihn trotzdem. Ja. Die anderen Karten machen ja auch überhaupt nichts. Da hast du dein Perish the Thought. Oh ja. Kann ich mir das auscashen lassen? Ist das jetzt ein dickes Signal, dass am Ende nur schwarze und rote Karten am Start sind? Lassen wir das gelten, wenn der Gegner sich Leben reingeht? Ja, lassen wir gelten. Okay. Dafür haben wir Appetit. Und wir können saugen. Ja, aber ich muss sagen, so richtig überzeugt bin ich noch nicht von dem Deck. Oh, ja. Vielleicht ändert der Mogmoder ja was dran. Das ist eine schöne Karte, insbesondere mit den ganzen Token, die man vielleicht nochmal bauen ja, kann. Ja, man muss sagen, also er ist schon eine sehr gute Karte, aber er wäre natürlich mit Damage auf dem Stack noch ein bisschen schöner gewesen. So, ne? Also so ist es halt, ist er oft auch manchmal nur der 5-Mana 4-4, der dann noch so ein, zwei Schaden auf den Kopf schießt oder einen, weiß ich nicht. Ja, reicht. Er ist mir schon eine sehr gute Karte. Ich will jetzt hier nicht ihn niedermachen und irgendwie anderen Quatsch aus dem Booster picken, weil da sind noch nicht so wirklich die Alternativen. Man nimmt ihn natürlich, klar. 5 Mana 4-4 ist ja auch ziemlich.